Es gibt die schöne Geschichte von Paul. Paul war Kirchendiener in St. Peter's Neville Square. Er war zuverlässig, er scheute keine Arbeit, er sah sogar selber, was zu tun und zu machen war. Man war sehr begeistert von ihm, so dass der Dekan auf den Gedanken kam, man kann das nicht so lassen, man müsste ihm sein Gehalt erhöhen, so kurz vor seinem Ruhestand. Also wird er ins Büro gebeten. Er setzt sich an den Tisch und vor ihm liegt ein Vertrag. Er kann auch erkennen, welche Zahl dort steht, was er bekommen würde. Er greift sofort zum Stift und will unterschreiben, doch da sagt der Dekan, wollen Sie sich das nicht nochmal durchlesen, was dort steht? Nun, die Summe ist so reizvoll für ihn, dass er das erste Mal in seinem Leben zugibt und zum Dekan sagt, wissen Sie, ich kann nicht lesen. Daraufhin ist der Dekan entsetzt. Das geht nicht. Sie können nicht lesen und schreiben. Wissen Sie nicht, dass in Ihrem Arbeitsvertrag steht, dass Sie lesen und schreiben können müssen? Er zuckt mit den Achseln. Das Ende vom Lied, er wird entlassen. Denn Kirchendiener von St. Peter's Neville Square kann man nur sein, wenn man lesen und schreiben kann. Was nun machen? Er geht in seinen Tabakladen und kauft sich eine Pfeife. Der Verkäufer sagt zu ihm, Sie haben Glück, morgen mache ich den Laden zu. Ich finde aber keinen Nachfolger. Für ein bisschen Geld, ich würde den Laden gern verkaufen. Da kommt Paul die Idee. Er kratzt sein Geld zusammen und kauft genau diesen Tabakladen. Alle sind glücklich und zufrieden und das Geschäft läuft sehr, sehr gut. Nach einem Jahr kauft er einen zweiten Tabakladen dazu. 2 Jahre später sind es 6. Nach 3 Jahren 12. Und als er beschließt, in Rente zu gehen, sind es 18. Er findet auch jemand, der bereit ist, ihm alle 18 abzukaufen. Für eine schöne Summe Geld freut er sich sehr. Nun sitzen sie zusammen zu den Vertragsverhandlungen und ihm liegt wieder ein Vertrag vor dem Gesicht. Er gibt gleich von Anfang an ehrlich zu, tut mir leid, ich kann da nicht lesen, was da drin steht. Der Manager, der den Laden kaufen will, ist entsetzt. Sie können nicht lesen und schreiben? Wissen Sie, ohne dass Sie lesen und schreiben können, haben Sie aus einem Tabakladen 18 gemacht. Was wäre nur aus Ihnen geworden, wenn Sie lesen und schreiben könnten? Kann ich Ihnen sagen. Kirchendiener von St. Peter's Neville Square.